Krieg, buchstäblich im letzten Augenblick, könnte ich mir vorstellen, hier unsere Abenteuer mit den Mali, hat Herr Goldhose, der Anführer der Khmer, hat uns den Krieg erklärt, Jaja Warman. Er hat allerdings damit nicht nur uns den Krieg erklärt, sondern auch unserem Bündnispartner, den Mapuche. Mehr, trotzdem, er hat ungefähr über den Daumen 40% mehr Militärstärke als wir. Ob die Mapuche so stark sind, wollen wir uns das mal anschauen. Nein, militärische Stärke 127, Platz Nummer 8 in der Weltrangliste oder je nachdem, wie rum man guckt, Platz Nummer 1 auf der Liste nicht der Stärksten, sondern der Schwächsten. Da liegen die Mapuche, wir selber hier auf Platz 4 der Positivliste, zwei Plätzchen vor uns, die Khmer. Wir haben hier den Bau eines Lagers begonnen. Wir können jederzeit auch Truppen kaufen. Kostet auch gar nicht so unfassbar viel. Kann man sich durchaus mal leisten. Ich zeige es euch mal. Wir gehen hier rein, Objekt mit Gold kaufen. Musketier 765, kann man machen. Kann man machen. Trotzdem mache ich nicht. Ich ziehe nun nicht mal die Truppen ab, die wir hier im Westen haben und die Mohenjo-Daro versuchen einzunehmen, obwohl es nur noch 15 Runden wären. Eben waren es viel mehr, bis die Stadt automatisch uns gehört. Nee, wir lassen das hier, wir riskieren das mal. Wir haben hier schnelle, moderne Straßen, sind schnell wieder im Osten. Wir werden hier mit den beiden Militärpionieren die Eisenbahn weiter runterziehen und dann einfach mal abwarten, ob die Khmer wirklich kommen. Kann ja sein, die trödeln ja manchmal ganz schön lange. Und ansonsten konzentrieren wir uns auf das, was wir am besten können, nämlich den Bullismus zu verbreiten. Es sind nicht mehr viele Städte, die wir umdrehen müssen auf Seiten der Franzosen. Und uns spielt sogar in die Karten, dass jetzt Avignon neu gegründet worden ist. Der Siedler, der hier war, hat tatsächlich direkt hier vor unseren Toren, nämlich vor den Toren der anderen bullistischen Städte, eine neue Siedlung hingegründet. Pantheon, Gott der Schmiede, derzeit dort. Und die Stadt würde sogar von alleine in 7 Runden bullistisch werden. Es sei denn, wir helfen noch ein bisschen nach. Sollen wir das machen? Ja, ne? Wir haben hier einen Apostel, mit dem wir hierhin mal runterziehen. Den lösen wir dann zwar auf. Oder wer meint das mit ihm? Ja, wer meint das mit dem Missionar? Zack. Die Stadt ist ballistisch. So schnell geht das. Und jetzt schaut euch mal die Liste an. Die haben jetzt 12 Städte, die Franzosen. Von denen sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5 ballistisch. Eine oder zwei müssen wir noch umdrehen. Wenn wir auf Nummer sicher gehen, 2. Paris und Mexico City. ZB. Also. Wir haben hier einen Guru. Wir gehen mit ihm hier einst nach... Moment mal. Hier ist eine Straße. Ist eigentlich egal. Hier hoch. Hier in die Mitte. Und gibt es da irgendwo einen verwundeten Apostel? Gibt es nicht. Jetzt sagen wir, heil bitte alle Einheiten um uns herum. Alle, die zu wenig Trefferpunkte haben. So. Und er hier hat noch 4 Verbreitungen. Und, Achtung. Paris ist ballistisch. Und er bleibt immer noch übrig. Das ist fein. Jetzt sieht die Sache so aus. Dass wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Städte haben. 6 sind ballistisch auf Seiten der Franzosen. 6 sind katholisch. 1, 2, 3... 4, 5, 6. Ich setze mal drauf. Wir haben es ja letzte Folge uns noch angeschaut, dass es keine weiteren gibt derzeit. Keine weiteren Städte der Franzosen. Und jetzt ziehen wir rüber und drehen auch die ein oder andere um. Er kann Druck entfernen. Hat zwar nur noch eine Verbreitung, aber das ist mir sowas von gleich. Hier, an Ort und Stelle. Mehrheitsreligion bleibt noch bullistisch. Noch. Drei Bürger bullistisch. Bleibt noch katholisch. 3 Bürger bullistisch. 6 katholisch.
Wir rennen rüber. Druck entfernen. Rüber auf die andere Seite. Mexico City umdrehen. Schnellstmöglich runterflitzen. Oh lala. Ein barbarischer Musketier. Autsch, das ist unschön. Da ziehe ich freiwillig auf eine fremde Einheit drauf. Schnellstmöglich runterrennen, bitte. Viele Händler müssen neu verschickt werden, nämlich solche, die bislang zu den Khmer unterwegs waren. Haben wir Händler zu den Lautaro und zu Peterle unterwegs? Und zu Willi, zu unseren Alliierten? Zu Lautaro ja, zu den anderen nicht. Die Frage ist also, können wir Willi und Peter welche rüberschicken? Und das wird schwer. Die sind weit weg. Sind ja hier ganz, ganz... Also Willi ist sowieso ganz weit weg. Peter, vielleicht, vielleicht... Von Süßrauch aus, ich denke eher nicht. Nee, zu den Zulu und zu den Engländern und den Franzosen, dann geht's. Dann gehen wir mal auf Gold. Ja. Warum nicht zu den Zulu? Bringt es sogar noch einen extra Produktionspunkt ein. Dauert allerdings sehr lange. Und bringt eine Idee weniger Gold. Birmingham bringt Kultur. Geht alles. Wir machen mal Richtung London. Von Bullenkraut aus. Geht es Richtung... Oh, ein Nahrungspunkt hier. Hier hatten wir Marmor angeschlossen. Soweit so gut. Und dann noch eine letzte Aktion. Die würde ich gerne verbrauchen für Öl. Alternativ später einkaufen. Und hier... Nee, ist nicht nötig. Hier einen Bauernhof brauchen wir nicht zwingend. Wir rennen rüber und holen uns eines der Ölvorkommen hier. Die sind...
Guru hat zwei Heilungen. Einen Guru hatten wir, glaube ich, noch irgendwo hier links. Das ist der, der gerade zum Einsatz kam. Wir lassen den mal einfach hier hin und dann stehen. Mit dem geht es Richtung Westen. Hier wollten wir Mohenjo-Daro weiter attackieren. Feuerfrei von hier. Ihr seht in der Vorschau, der blaue Balken ist die Mauer, der grüne ist die, sind die Lebenspunkte der Stadt. Die letztere werden geringfügig reduziert um etwa ein Sechstel. Von der Stadtmauer bleiben dann etwa noch 30% übrig. Das war's. Hier gehen wir auch mal hier oben drauf. Wir wollen es nicht übertreiben. Ich will nicht, dass der Feind die Stadt einnimmt. Nee, wir kriegen die in dieser Runde. Wir ziehen eins vor. Ja, wir kriegen das hin. Die Chors sind echt mächtig. Ja, klasse. Ja, wir bekommen das hin. Über den Fluss und dennoch. Ja. Rein in die Stadt! Zack! Mohenjo-Daro gehört uns! Wir wollen die Stadt behalten. Wir könnten sie sogar zu einem Stadtstaat wieder machen, aber der Stadtstaatenbonus ist der Suzerainbonus mäßig. Man bekommt dann, wenn man eine Stadtstaat befreit, natürlich einen Diplomatiebonus, wenn ich das richtig im Kopf habe, bei allen anderen Reichen. Und oder bekommt Groll abgezogen, keine Ahnung. Auf jeden Fall mögen die das. Es gibt Sympathien aller Orten. Der Suzerain-Bonus geht so. Der von Mohenjo-Daro, wenn man doch Suzerain ist, das ist, dass man, dass alle Städte, die man hat, wohnraumtechnisch so funktionieren, als würde man an Süßwasser liegen. Das heißt, wenn man nicht an einem Fluss liegt und kein Aquädukt gebaut hat, dann zählt das, hat man trotzdem vollen Wohnraum. Das ist schön, aber wir liegen an ganz vielen Flüssen, wir haben beim Bau pingelig darauf geachtet. Insofern ist das nicht so wichtig. Ich würde normalerweise sagen, wir behalten die Stadt, wir freuen uns über die Möglichkeiten, Handelszentrum und all die Bezirke und so weiter und so fort. Aber der Bonus, dass uns alle lieb haben, zählt natürlich auch ein Stück. Dann greift, ob das allerdings dazu führt, dass man uns nicht den Krieg erklärt, ich weiß nicht. Wir haben ja schon einen Krieg. Wir haben verschiedene Alliierte, die können uns nicht angreifen. Was übrig bleibt, sind die Franzosen, die hassen uns eh, die haben uns denunziert. Das Blumenkranzschäusal, es hasst uns. Schakka auch, ein guter Teil der Leute hat uns erpresst. Deshalb greifen die uns wahrscheinlich eben mal nicht an, aber wir haben ja gerade bei den Khmeren erlebt, dass es doch passieren kann. Spatz in die Hand nehmen, sprich die Stadt behalten, oder auf die Taube auf dem Dach setzen, nämlich darauf, dass es vielleicht ja so wäre, dass ein fremder, großer Staat unmittelbar davor stünde, uns den Krieg zu erklären, wenn wir jetzt nicht Mohenjo-Daro die Freiheit schenken würden. Das ist aber Spekulatius, weil wir kennen nicht die Eingeweide des Programms und wie jetzt gerade im Detail gerechnet wird und welche Wahrscheinlichkeitsregler gerade hin und her geschoben sind. Und ich entscheide mich mal für den Spatz in der Hand. Wir behalten die Stadt. Denn auch der reguläre Stadtstaatenbonus, wenn man hier viele Gesandte hat, dass er nämlich viele Kulturpunkte bekommt für seine verschiedenen Kulturgebäude, zieht bei uns in dieser Spielphase, in dieser Partie nicht, weil wir kaum Kulturbezirke haben, Theaterplätze. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt einen haben. Jetzt ja, hier ist er. Hier ist er jetzt. Vier Annehmlichkeiten im Plus, so sieht unsere neue Stadt aus und wir haben ein Lager. Das ist mal direkt gegenüber dem Blumenkranzschweißer. Die Stadt ist natürlich bullistisch. Es gibt vor Ort ein Nahrungsplus. Es gibt diese Bezirke, ein Industriegebiet mit Werkstatt. Ein Staudamm, sehr cool. Jede Menge Wohnraum. Und überhaupt Angeberfaktor, ganz, ganz hoch. Suguba mit Markt und Bank. Das heißt, wir können einen weiteren Händler uns holen. Und ein Lager mit Kaserne, Waffenkammer, Militärakademie, komplett ausgestattet. Und ein Theaterplatz. Super cool, super schöne Stadt. Wir müssen hier ein bisschen reparieren, aber das ist alles nicht so schlimm. Und wir bekommen noch dank unserer Mali-Boni für das Stadtzentrum Nahrungs- und Glauben massig.
weil Mohenjo-Daro Wüstenfelder rund um das Stadtzentrum hat und wir Mali haben ja die Eigenschaft, die Lieder der Jeli, sodass wir für jedes angrenzende, an Stadtzentrum angrenzende Wüstenfeld einen Glaubenspunkt erhalten und einen Nahrungspunkt bekommen. Das ist echt ein Träumchen hier. Das ist total klasse. Neuenburger Bullist, alles gut. Alles richtig gemacht, ich bin sehr zufrieden. Jetzt wird repariert. Wir reparieren als erstes das Monument. Dann in die Bauschlange. Gibt es hier Reis und Weizen? Ja, hier oben ein Weizenvorkommen. Gibt gleich extra Nahrung. Stadtmauern. Ja, Stadtmauern wären super cool. Die packen wir gleich nach vorne. Da ist es mir mit dem Reparieren sogar Schnuppe. Danach kommt hier das Monument. Dann gehen wir auf den... Ja, Wohnraumprobleme haben wir nicht unbedingt. Gehen wir auf die Wassermühle. Und dann auf den Kornspeicher. Irritierend, dass es hier nicht weggeht, wenn wir das hier oben einstellen, als ob man das mehrfach einstellen könnte. Also das ist ein Bug. Das ist komisch. So, alles richtig gemacht. Wir könnten jetzt sogar sagen, wir kaufen noch hier diese ganzen Gebäude dazu, sprich ein Amphitheater und so. Aber ihr wisst ja, Kriegszeiten, wir halten uns das Geld mal für Militäreinheiten zurück. Aber das ging sehr schön schnell. Und das wiederum bedeutet, wir wollen erstmal die Situation genießen, so sieht es aus. Hier wollen wir ein wenig reparieren gleich. Das ist kein Problem. Und wir genießen jetzt, dass wir unsere Einheiten zurückziehen können an die Front zu den Khmeren. Und das geht sehr fix hier. Kavallerie. Könnten wir sogar schauen, ob wir gleich hier auf Handwerker Kidnapping gehen. Das ist allerdings nur noch eine Aktion und er hat zwei Aktionen hier. Also so klappt es nicht. Wir machen mal Folgendes. Wir ziehen mal hier hin und dann ziehen wir erstmal weiter mit unseren Militärpionieren. Hier gibt es eine Eisenbahnlinie. Hier gibt es auch eine, aber hier nicht. So, jetzt haben wir schon mal eine Eisenbahnlinie, die von hier aus hier rüber führt und uns hilft, entlang der Front Einheiten gleich schnell zu verschieben, wenn die hier weitergearbeitet haben. Nächste Runde wird er hier die Eisenbahn bauen und er hier kann dann hier drüber ziehen, hierhin, hier die Eisenbahn bauen. Dann haben wir hier zwei Städte, die beiden Grenzstädte schon mal miteinander angeschlossen. Ja, wir haben verschiedene Apostel, die wir noch nicht befördert haben. Das ist mir im Augenblick Schnuppe. Hier ziehen wir mal rein, setzen eine Runde aus und schauen mal, ob wir nächste Runde jemand mopsen können. Viele Händler führt von Sumpflande aus auch kein Weg. Frankreich, England, Sulu, Mapuche. Ja, können wir machen. Es geht quer durch das Khmer-Gelände. Im Augenblick haben wir, entschuldigt, es war die falsche Übersicht. Solange wir noch in dieser Epoche sind, gilt Widmungsbonus. Unsere Händler können nicht geplündert werden. Insofern könnten wir sogar sagen, kackfrech, wir ziehen das hier quer durchs Khmerreich, aber das wäre mir, ich weiß nicht. Muss nicht sein. Das ist jetzt aber nicht mehr so viel, was wir hier bekommen. Da geht woanders mal mehr. Wir ziehen erstmal mit allen anderen Händlern, schaut mal hier, mit denen wir noch setzen können. Portsmouth, 32 Gold. Nach Granada oder hier nur 21, aber Nahrung und Produktion. Zwei Produktionspunkte sogar.
Oh, und dann wird sogar eine Straße hier rüber gebaut. Das ist ja schön. Dauert aber eine ganze Weile. Jede Menge Händler wieder unterwegs. Und da war noch hier ein Freier. Jetzt sind wir wieder bei 722 im Plus. Und ich glaube, das ist der einzige Händler, der im Augenblick nicht aktiv ist. Oben sehen wir 15 von 17. Einen können wir noch kaufen, weil wir einen neuen Suguba haben und einen neuen Markt in Mohenjo-Daro. Und für ihn hier suche ich mir jetzt mal irgendwas, was ein bisschen mehr abwirft. Handelsweg, Übersicht, verfügbare Wege. Da finden wir doch sicher irgendwas. Das ist ein bisschen doof hier, das dauert jetzt nämlich... wir schauen mal, ob wir einen Weg zu Peterle finden. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Lautaro, jede Menge. Das sind die Wege zur Französin, das sind die zu den Engländern. Man kann immer auf den... Oh Gott, wie viel? Zu den Zuschaka? Naja, dann machen wir mal wenigstens ein... Wo sind denn die Lautaro-Wege? Hier. Kohletrauben nach Ngulumapu bringt 28,6 an Gold. Zweiter Eintrag. Und bringt jede Menge Forschung. Das geht schon mal auf jeden Fall. Kohletraum ist hier links. So. Jetzt wollten wir uns hier oben noch um die Kollegen kümmern. Das hatten wir schon gehabt, die sind neu dazugekommen. Die Frage ist, ist Mathe Apostel? Hier ist noch eine Stadt. Der hat nur noch eine Verbreitung. Das ist ein bisschen doof. Jetzt haben wir echt mehr Apostel verbraucht, als es gut wären. Und hier unten haben wir noch einen Missionar, einen Guru. So viele Einheiten hatten wir im Osten und jetzt sind fast alle futsch. Der Apostel ist noch da und er ist ein Disputant, der ist ein Kämpfer. Wir können ihn ewig oft wieder ausheilen, dank unserer Gurus. Ja, und was haben wir mit ihm? Also, ich lasse die mal nebeneinander stehen hier. Also ich werde ihn jetzt nicht auflösen. Könnten ein bisschen Erkundung betreiben hier oben. Gehen hier mal auf die Seite rauf. Und gehen da mal nachher schauen. Achso, er bleibt hier innerhalb der Kontrollzone des Apostels. Eine Runde weiter, ja. Wir haben 1002 Gold. Also, wir könnten mit den Glaubenspunkten den Händler kaufen. Wir können ja Händler mit Glauben kaufen. Und dann sagen wir, machen noch eine weitere Handelsroute von irgendwas, was ganz viel Gold abwirft. Nochmal zu den verfügbaren Wegen. Nochmal bei den Mapuche gucken gehen. Was wollen die Stadtstaaten bringen? Nicht so viel. So, jetzt sind wir bei den Mapuche. 28,9, zweitletzte Zeile. Mohenjo-Daro nach Willimapu. Ja. Und oberste, die machen wir gerade, die zweite oberste Kohletraum. Also hin nach Mohenjo-Daro. Sprich, da kaufen. Wir haben hier einen Suguba, wir können die Händler hier also billig kaufen. Und ja, alles gut. Eine Runde weiter machen wir.
Mal schauen, ob die, wie die Khmer ziehen. Fitz hat den Mapuche den Krieg erklärt. Oh, Naturkatastrophe! Eine gemäßigte Flut. Das ansteigende Wasser tritt über die Ufer und ergießt sich in das dahinterliegende Land. 8 Geländefelder beschädigt. 5 gedüngt. Heureka! Chemie, Fortschritte. Das betrifft hier nicht nur Bristol, das betrifft auch Mohenjo-Daro. Aber Mohenjo-Daro hat hier einen Staudamm. Aber der Staudamm liegt an welchem Fluss? Er liegt am Fluss Avon. Das ist, ich befürchte, das ist dieser Fluss hier, der ganz kleine. Nee, das ist die Themse. Dann ist das der lange Fluss hier. Und das Stückchen, das hier überschwemmt ist, welcher Fluss ist das? Das ist die Themse. Das heißt, der, der hier lang fließt, das ist der große, der ins Meer geht. Und der eigentlich viel längere, den hat das Programm als Nebenarm definiert. Und an dem haben wir den Staudamm gesetzt. Deshalb kann hier... ist das technisch ein anderer Fluss und der Staudamm staut, sieht man ja auch, staut hier nicht, staut nur hier, also wie auch immer. Und das heißt, dass hier geplündert wurde und jetzt brauchen wir doch so langsam einen Handwerker. Die heilen bitte aus. So. Ich glaube, es gibt noch eine Folge, wer hätte das gedacht? Es gibt noch eine Folge. Wir haben immer noch nicht alles hier geschafft. Meldungen kommen rein. Allianzen müssen wir erneuern mit Willi und mit Peterle. Wir müssen uns hier um den... Eine weitere Stadt mindestens müssen wir noch umdrehen. Wir müssen uns um die Khmer kümmern. Schauen wir mal, ob die Truppen... Hier ein Siedler der Khmer, ob die uns angreifen. Nein, der Bautrupp bleibt hier und hat jetzt nur noch eine Einheit. Den können wir uns also schnappen. Wir müssen... Truppen von Westen nach Osten ziehen. Wir müssen eine weitere Stadt noch umdrehen und hoffen, dass wir dann vielleicht nach dem nächsten Rundenwechsel, falls wir Mexico City jetzt umdrehen können oder eine andere französische Stadt, vielleicht den Regionssieg errungen haben. Oder auch nicht. Wer weiß, nächste Folge. Nächste Folge macht uns alle klüger. Euch und mich.